Also ich war wirklich sehr lange wütend, aber jetzt mittlerweile empfinde ich nur noch Traurigkeit. Mein Herz tut einfach so unfassbar weh. Mit diesen ganzen Bildern und dieser Ungerechtigkeit, was in Gaza passiert und der Haltung im Westen und in Amerika. Und trotzdem bin ich fasziniert, wie viele Menschen aufstehen. Und wie gesagt, du musst kein Moslem sein, um aufzustehen für andere Menschen, die keine Stimme haben. Es nimmt mir den Atem. Ich bin nicht mal Mutter und ich fühle einfach so hart mit. Und ich denke, dass viele genauso fühlen wie ich. Und wisst ihr, ich ekel mich vor meinen Kollegen und ich sage das offen, fühlt euch ruhig angesprochen, ja? Wenn der Schuh passt, passt er. Die so tun, als würde es diesen Völkermord in Gaza nicht geben. Die machen einfach ganz normal so weiter. Und es ist, guck mal, ich habe Verständnis für diejenigen, die Angst haben, ihren Mund aufzumachen. Denn gerade ich weiß es, was es bedeutet, wenn du dich für andere Menschen einsetzt, für Menschlichkeit und was du dafür dann auch bekommst. Ne? Du bekommst nämlich den hier und wirst unterdrückt und boykottiert, verlierst. Ich kann darüber Bücher schreiben. Aber es ist was anderes, wenn du so tust, als würde es das nicht geben in Gaza. Das ist so respektlos. Du hast eine Reichweite, ja, und du nutzt deine Reichweite nicht gut. Und deswegen sage ich, du hast deine Reichweite nicht verdient. Null.